Nochmal, immer noch auf dem IDF 2012 und ich bin hier am HTML5-Stand, wo unter anderem, wo Intel einiges vorstellt und zwar relativ interessante Sachen. Ihr seht das hier, das ist ein Windows 7-Gerät, aber das Interessante ist, dass es perfekt ist, wirklich sehr, sehr, sehr flüssiges Videokonferenzsystem zeigt. Komplett auf HTML5. Es läuft wunderbar smooth. Wenn ich jetzt hier rüber dann ist hier der zweite davon. Ich sehe meine Kamera da. Es läuft wunderbar genau. Hier oben haben wir ein komplettes Media Center, was komplett auf, das basiert auf Migo, aber läuft komplett über den Browser, über HTML5. HTML5 Software und Intel Architecture. Und die Intler sind zu Recht relativ stolz darauf. Ich gehe mal hier rüber. Wir haben hier drüben noch. Wir sehen das natürlich als Beispiel. Das Ganze läuft hier im Browser. Und zwar ist das irgendein Tower Defense Spiel. Und hier sehen wir, wie es wunderbar smooth läuft auf der Intel-Architektur. Und genau wie dran haben wir das gleiche Spiel, ruckelig und zuckelig auf der Tegra 3-Architektur von Nvidia auf dem Galaxy. Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade. Auf dem Transformer Prime, so sieht es aus. Und es läuft wunderbar smooth. Und was auch sehr cool ist, hier ist noch eine kleine Grafikdemo, die wunderbar läuft natürlich. Wenig überraschend. Aber hier zeige ich noch was. Das ist da wieder das Intel-Referenzdesign von dem Touch-Ultrabook quasi. Und wir können hier wie bei iBooks wunderbar smooth, das Ganze läuft wirklich. Es fühlt sich nicht an, als würde es auf dem Browser basieren. Es läuft komplett im Browser. Ich schwöre es euch. Ihr könnt hier interaktiv alles Mögliche bringen. Wenn ich hier noch ein bisschen rübergehe, hier waren eben noch hier. Das sind diese wunderbaren chemischen Modelle, die man dann. Also es ist natürlich, wird erzählt, das ist wahnsinnig toll für die Kinder und was sie nicht alles lernen können daraus. Aber es läuft einfach unglaublich flüssig und es fühlt sich an wie ein natives Programm, wie eine native App und keinesfalls wie ein HTML5-Programm. Also demnächst, es wird natürlich nicht sofort gehen, hier können wir noch Videos zeigen, aber native Apps werden immer weniger wichtig und HTML5 bringt eine wahnsinnige Plattformvielfalt da rein. Das heißt, es ist überall abspielbar. Hier kann man noch scrollen mit der sich erzählen lassen, wann die Ming-Dynastie ausgeräuchert wurde. Und so, es geht einiges hier im System. Ihr seht das, es läuft wirklich, wirklich flüssig. Und da werden wir noch einiges sehen. HTML5 ist da ein Riesengerät, was auf uns zukommt in nächster Zeit. Und eigentlich kann das noch positiv sein. Das war portnetmonies.de. Vielen Dank fürs Zuschauen.